Ich glaube, an dem Tag, als sie Faye trafen, war ihre Wahl, ein Strommast? Wer hat hier jetzt die Gedächtnislücken? Ich nahm einen Baum. Seit dem Tag habe ich das zu meiner Routine gemacht. An manchen Tagen entsteht so etwas Interessantes, meistens aber nichts. Aber ich habe beschlossen, dass mein nächstes Buch eine Sammlung von Kurzgeschichten oder Vignetten wird, im Stil von Beers oder Kafka. Neues Buch? Wie läuft's damit so? Sag ich Ihnen später. Vor etwas mehr als einem Monat, etwa ein Jahr nach Fays erstem Besuch. Ich dachte, es wäre Samuel. Wir hatten schon oft zusammen Schach gespielt und wollten eine Partie vom Abend davor fortsetzen. Springer auf B6. Sam, du bist immer noch am Arsch. Was haben Sie gedacht, als Sie sie sahen? Ich dachte nicht, dass sie das ist, sondern nur jemand, der so aussah wie sie. Aber so war's nicht. Sie heißt Jenny. Sie ist deine Tochter. Es hat sie gar nicht überrascht, dass sie den Namen ihrer Schwester trug? Ich habe nicht mal darüber nachgedacht. Und raten Sie mal, was sie mir erzählt hat, Doktor. Sie hat sie um Geld gebeten oder Unterhalt? Nicht mal ansatzweise. Sie hat gesagt, sie sei sich sicher, ich sei der Vater. Dass es unfair gewesen wäre, es mir zu verschweigen. Dass sie weder meine Hilfe noch mein Geld braucht. Aber wenn ich sie als Tochter anerkenne, könnte ich ein Teil ihres Lebens sein. Und wenn du dich dagegen entscheidest, ist das okay. Wir verschwinden sofort und du siehst uns nie wieder. Aber ruf uns bitte ein Taxi. Sie haben keins gerufen, oder? Da liegen Sie genau richtig. Tja, ich habe Jenny angesehen. Es versteht sich von selbst, dass Babys nie Gefühle in mir ausgelöst haben. Und dennoch, ich habe was empfunden. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich mich von meinen Gefühlen habe überwältigen lassen. Es ist leicht, sich in einer solchen Situation etwas vorzumachen. Natürlich habe ich Faye keine Antwort gegeben. Ich war verwirrt und ich habe ihr gesagt, ich brauche Zeit. Sie solle mir ein paar Tage geben. Ich sagte, sie könnten bei mir statt in einem Motel bleiben.
Nach jener ersten Nacht, ist je wieder etwas zwischen ihnen beiden vorgefallen? Nein. Nein, keine Ahnung. Das war alles so seltsam, als wären wir plötzlich 20 Jahre älter. Es wäre schwer für mich gewesen, sie so zu sehen. Ganz zu schweigen davon, wie effizient wir beim ersten Mal waren. Ihren Nachnamen hat sie nie genannt? Kein Nachnamen, keine Adresse. Das hätte ich der Polizei ja gesagt. Ich habe sie auch nicht nach ihrer Nummer gefragt. Sie hat damals die ganze Zeit über das Haus nicht verlassen und ich denke mal, wir waren über den Punkt hinaus. Hat Faye was Seltsames gemacht? Etwas, das sie stutzig gemacht hat? Oh, nein. Sie war den ganzen Tag bei dem Baby. Hat sich um sie gekümmert. Mit ihr gespielt. Hört sich blöd an, aber ich war sogar ein bisschen neidisch. Wir sind alle blöd. Was hat sie Ihnen von ihrem Leben erzählt? Offenbar wollte sie gerade ein Masterstudium anfangen. Sowas in der Art, was Sie gemacht haben, schätze ich mal. Aber dann musste sie das wegen der Schwangerschaft abblasen. Einzelkind, Vater, Witwer, ziemlich vermögend, ziemlich alt, hätte gern Enkel. Als Sie in jener Nacht miteinander geschlafen haben, hat sie da Verhütung erwähnt. Haben Sie danach darüber geredet? Sie war sich sicher, dass sie nie einen Tag ausgelassen hat. Aber klar, keine Methode ist 100% sicher. Hat sie Ihnen gesagt, warum sie nach jener Nacht verschwunden ist? Hat sie sich entschuldigt? Nein, und ich habe sie auch nicht drum gebeten. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich das schon gemacht habe? Ich kann's mir denken. Eine junge Frau, Single, mit einer ungewollten Schwangerschaft. Sie hat nie über eine Abtreibung nachgedacht. Sie hat gesagt, dass sie das zuerst noch wollte, aber nach ein paar Tagen? Ich verstehe das schon. Wie lange waren die hier? Ich habe über diese Zeit nachgedacht und ich würde sagen, fast genau 3 Wochen. Sie kamen an einem Sonntag hier an und Sie wissen ja, dass Sie an einem Sonntag verschwunden sind. Alles in Ordnung?
Möchten Sie eine Pause machen? Nein. Faye und Jenny haben nicht im Haupthaus gewohnt? Da ist ja nur mein Zimmer. Vor etwa 10 Jahren, als ich wieder einzog, fing Tante Claire an, mich häufiger zu besuchen. Also habe ich die alte Garage zum Gästehaus umgebaut. Es ist besser, meine Tante in sicherer Entfernung unterzubringen. Wie auch immer. Die ersten beiden Wochen waren ganz gut. Aber dann ist die Sache gekippt. Als würde mein Kopf rebellieren. Als ob es zu stören schien, dass es mir gut ging. Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? Mom? Ich war gemein zu Jenny, Mom. Tut mir leid. Wegen dir sind wir verdammt, Schätzchen. Du bist kein Deut besser als er. War das ein wiederkehrender Albtraum? Jede Nacht. Immer die gleiche Botschaft. Und die Tage waren nicht gerade besser. Ich wache total erledigt auf und kann mich an nichts erinnern. Jahrelang hatte ich nicht ständig an sie gedacht. Ich hatte ihren Tod nicht wieder und wieder durchgemacht. Bis... Ed! 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 Jenny hat fast 40 Grad Fieber. Okay, okay. Was sollen wir machen? Fahren wir ins Krankenhaus. Zieh dich an. Ich schließe dein Auto auf. Ich warte auf dich. Thank you.
Was dauert das so lange? Ich habe das Buch nur für den Fall. Jetzt ist keine Zeit zum Vorlesen. Okay, sorry. Ich bin halt gestresst. Hier. Ach, Mann. Nur die Ruhe, Faye. Ist ja nicht... Und das war's? Bis ich auf der Brücke aufgewacht bin. Ja. Es war wie einer meiner Albträume. Es ist vollkommen klar, dass mein Auto in den Canyon gestürzt ist. Dass mich der LKW-Fahrer an der Brücke gefunden hat, aber... Woran ich mich erinnere, ist, wie ich sehe. Ich sehe meinen Vater, der sich wieder dazu entschließt, mich zu verlassen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, ohne dass er mich bemerkt, aber... Nein! Nein! Tja, jetzt wissen wir, woran ich mich erinnere. Schauen wir, was ich vergessen habe. Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? Sehen Sie draußen etwas Ungewöhnliches? Nein, nichts Ungewöhnliches. Der Mond, die Sterne, der See, alles ist normal. Nichts fehlt, nichts ist neu. Nichts. Sind das die Sachen, die Sie an jenem Tag anhatten? Ja. Genau dieselben? Ja, genau dieselben.
Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Schwester. Ist daran etwas ungewöhnlich? Ihre Augen. Sie sind braun. Aber sie waren eigentlich immer blau. Wissen Sie noch, welche Farbe die Augen von Faiths Baby hatten? Braun. Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Mutter. Konzentrieren Sie sich auf sie und sagen Sie mir, was Sie sehen. Sie hat Faiths Gesicht. Aber sie ist meine Mom. Wissen Sie noch, wann Sie in jener Nacht ins Bett gegangen sind? So gegen 11? Sehr früh für mich, aber ich war erschöpft. Fällt Ihnen etwas im Badezimmer auf? Steht was am falschen Platz? Nein. Alles normal. Können Sie das Gesicht Ihres Vaters erkennen? Er ist wirklich weit weg. Sind Sie sicher, dass diese Reifenspuren von Ihrem Wagen stammen? Könnte sein. Neben den Abdrücken, sind da Fußspuren? Nein, der Boden ist wirklich trocken.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gefühle, Ihren Körper. Es ist komisch. Ich bin erschöpft und gleichzeitig voller Energie. Mein Kopf tut weh. Mein Hals, meine Augen sind schwer und müde. Erkennen Sie Ihren Vater, sein Gesicht? Er hat den Rücken zu mir. Und sein Körper? Er sieht etwas kleiner aus. Und? Und? Was habe ich denn gesagt? Doktor, Sie machen mir Angst. Julia? Wenn wir träumen, gehen einige Details verloren. Bestimmte Dinge sehen wir extrem deutlich, doch der Rest bleibt in der Regel unscharf. Sie erinnern sich an sehr konkrete Dinge, auch an die Zeit, und zwar auf die Minute genau. Wenn ich recht habe, haben Sie das erste Mal von Ihrer Mutter geträumt, als Sie gerade in Phase 2 des NREM-Schlafs waren. Die Wahrscheinlichkeit, in jener Phase zu träumen, ist extrem gering. Meinen Sie etwa, ich habe davon irgendwas verstanden?